Ja, liebe Leute, ganz herzlich willkommen zurück zum weiteren Part von Super Mario Bros. Kurz Zunge verschluckt. Hallo Kino. Hallo, willkommen zu Super Mario Baker 2. Baker 2, genau. Ja, du bist Baker und... Oh, was ist denn das bei mir im Hintergrund? Ich wusste nicht, dass... Ah, Gengar! Ah! Ja, Gengar ist mit am Start heute. Willst du auch mal Hallo sagen, Kino? Platsch, platsch, ich bin Carpado. An der Stelle, das habe ich noch gar nicht erwähnt gehabt bei meinem Ausflug gestern, okay? Die volle Geschichte kommt gleich, da hatte ich das Carpador-Hemd an. Ah. Das musste sein. Ja, und zwar Ausflug mit Kollegen und da war halt ein bisschen Gewinnen angesagt bei so Spielen. Und, Alter, bin ich dumm. Und ja, ich habe ein bisschen Fett abgesahnt. Ein bisschen Fett ist gut gesagt, ich habe den Typen abgezogen. Für alle, die Minecraft Shimo kennen von mir. Also ich dachte schon, da hätte ich die Villager richtig verarscht mit den Emeralds, aber was ich mit dem gemacht habe, das ist ja abnormal gewesen. Und deswegen ist Gengar heute mit am Start. Na, nice. Und ich habe die ganzen anderen Pokémon verschenkt, aber muss man auch dazu sagen. Also ich bin, keine Ahnung. Also ich habe mich gestern als Pokémon-Professor, glaube ich, ganz gut behauptet. Dein Griechenzorn. Ja, ich war gestern ein guter Pokémon-Professor, glaube ich. Ich habe viel verschenkt. Also jemand hat jetzt einen Pikachu. Jemand anderes hat Mauzi als Starter. Jemand habe ich sogar einen Glurak vermacht, wohlgemerkt, und einen Relaxo. Nicht schlecht. Das ist ein heftiger Starter, glaube ich. Vor allem Relaxo, Alter. Dann jemand hat Chimpemp bekommen, wohlgemerkt. Aber ja, ich meine, ganz ehrlich, das müsst ihr mir vorstellen. Ihr kennt diese ganzen Feste so mit diesen Ständen, mit diesen Stofftierständen, wo man halt eigentlich immer mit dem Geld her abgezogen wird. Und ich habe einfach mal halt eine Glückssträhne gehabt. Vorher komme ich mit dem Bergstofftier zurück. war schon lustig. Und einen habe ich mir behalten, das war Gengar. Ja, die hat noch leider auch nicht mein Lieblings-Pokémon, deswegen ist ja auch klar, weil bei so viel Auswahl an Pokémon. So. Also, jetzt bin ich durch. Kann ich jetzt mal kurz was erzählen oder ist deine Geschichte? Ich bin eigentlich fertig. Okay. Nee, du sagtest vorhin, du hast das Carpador-Shirt angehabt. Das, was ich auch habe. Ja. Das, eine witzige Geschichte für die Zuschauer, dass Markus hat mir mal ein Bild davon geschickt und dass er sowas hat und ich hatte das schon 2 Wochen hier rumliegen. Das, genau das gleiche. Ja, ich wollte das eigentlich schicken in die Richtung, jetzt bist du buff oder so. Und auf einmal schickt er mir ein Foto, wo er das auch hat und noch ein anderes. Ja. Aber wir haben jetzt schon gesagt, wenn wir uns irgendwann mal treffen, da werden wir mit dem, glaube ich, ein Duo-Foto machen. Ja. Nee, wo ich jetzt drauf hinaus wollte, Scheiße. Ich bin da vor 2 Wochen auf dem Festival gewesen und da hatte ich das auch an, beide sogar. Also nicht zur gleichen Zeit, aber an einem Tag das eine und am anderen Tag das andere. Ja. Also macht's auch mehr Sinn. Und ich habe da noch 2 andere getroffen, die das auch anhatten. Oh, Alter, das ist so geil. Das hatte ich aber auch. Ein Kollege, der hat auch einen getroffen, der hat das gleiche Shirt dann gehabt wie ihr. Ziemlich cool, Alter. Aber mit Carpador ist dann nochmal legendenhafter. Ja. Nur ein Problem hatte ich damit. Als du das bekommen hast du das als erstes gewaschen? Oder hast du das direkt getragen? Beides, muss man fast schon sagen. Also ich kann beides. Ich hab's kurz angehabt und dann halt rein. Ja, okay, das geht ja. Nee, ich hab's halt nicht gewaschen, obwohl man sowas halt natürlich immer machen sollte. Ja. Und hab's direkt auf meine Haut getragen, während ich richtig geschwitzt habe. Und ich hatte einen richtig fetten Ausschlag auf meinem Rücken. Nee, das hat... Richtig fett. Ach so, ja gut, ich trag das ja meistens nur mit T-Shirt drunter auch. Ja, das ist bei mir, vor allem weil es so warm war, ne? Es waren 30 Grad und ich finde das mega erfrischend, ehrlich gesagt, irgendwie das Shirt, deswegen. Ja, das ist so richtig Hawaii-Hemd-mäßig, ne? Ja, ich finde das mega angenehm. Ach man, wir machen die ganze Zeit die gleichen Fehler vom Erzählen. Und wie gesagt, ich hatte einen richtig fetten Ausschlag, es hat mich richtig gejuckt, sodass ich nach dem Festival beim Arzt gewesen bin, weil ich nicht wusste, dass es daher kam. Und die Ärztin dann auch, ja, hätten sie letzte Zeit Klamotten an, die sie vorher nicht gewaschen haben? Also, ja, könnte bei so einem Shirt, was aus China kommt, ja wohl sein, dass da wohl noch ein paar Giftstoffe drin sind. Hatten sie zuletzt ein rotes Hemd mit Carpators an? Ja. haben sie zuletzt Carpators studiert? Oh mein Gott. Also Peace mit Schuppen! Oh! Sag nicht, du hast dein Ding verkackt. Doch. Muss ich warten, bis der Peace aus ist. Ah, jetzt ist vorbei.
Wenn wir die Münze einsammeln, wäre jetzt ein bisschen blöd. Ja, da könnten wir Neustadt für alle, wobei wir das sowieso müssen. Nur 20 Sekunden. Okay, den Try mache ich noch. Let's go. Durch da. Durch da. Das ist easy. Das ist easy. Nicht. Ja, da hatte ich ein bisschen zu viel Zug drauf. Und da, ich dachte, ich hätte zu viel Zug drauf. Du dachtest, du hast zu viel Zug drauf? Ja. Gengar lacht sich die ganze Zeit im Hintergrund dann ab. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Könnte ist ich halt Gengar, ne? Ja, eventuell sollte ich, könnte ich ihn sogar da immer hinten stehen lassen. machst du eigentlich mit Facecam gerade? Ja. Okay. Ja, sonst wär der Joke mit Gengar ja überhaupt nicht gezogen am Anfang. Ja, deswegen frage ich mich das gerade. Wäre zwar so ein Fail, weißt du, ich glaube, ich nehme Facecam auf, in Wirklichkeit nehme ich nicht auf. Das wäre so ein Ding, das würde ich mir selbst zutrauen. Aber heute mal ausnahmsweise nicht. Ach, Hass! War ein Schuss? In den Ofen! So ist es. Mal wieder. Ach, vermisse ich das. Also, an der neuen Pokémon-Serie ist das Einzige, was ich richtig vermisse, nicht Ash, sondern einfach Team Rocket. Das ist, ja, das ist das Übliche. Das ist der Schuss in den Ofen pro Folge fehlt, ich weiß. Ja. Stattdessen haben die diese anderen Gangster, die richtig langweilig sind. Ja, langweilig. Ja, schon. Also. Ja, also wir sind kein Team Rocket, ne? Es ist halt kein schussliges Team, es ist wieder so ein ernstes. Ja, das ist so. Ah. Nicht so geil. Oh, Pistelsprünge. Geil. Sag ich ja. Da habe ich vorher den ersten verkackt. Okay. Oh ne, das geht ja noch weiter. Nice. Wow. Okay. Fühl dich, Bruder. Ah. Na! Spring ihn einen durch. Achso, man kann ja keinen Dreher machen. Bruder! Hast du verdient. Das Loch im Fuß. Ja, danke, Kino. Ja. Yeah. Ja, es geht mindestens asozial weiter so. Oh, man muss das gar nicht im Sprung machen, okay. Nein! Nein! Wie soll man denn... Nein, ich wär fast... Scheiß on-off drücken, Alter. Ja, das ist, ich glaube verfrüht, früh genug abspringen, einfach. Okay, hab's verstanden, den Trick. Den habe ich noch nicht ganz in Tuss. Den hier? Ja, da muss ich noch kurz üben. Ich finde, der geht sogar. Nee, ich war ein bisschen zu früh dran. Okay, ja, gut, hab's. Achso, warte, ich... Nein! Hast du gedrückt? Ja. Was? Ey! War das gut oder schlecht? Ich bin gestorben wegen dir, danke. Achso, ich dachte gerade... Nee, ich hatte gerade nachgedacht, welche Farbe das Ding hatte. Und ich hatte blau im Kopf. Ah, scheiße, ich hab's gleich gedacht wie du. Deswegen, ich dachte gerade eventuell, ich stell den schnell um, weil eventuell bringt sich das was. Warum bin ich jetzt am Start wieder? War dort durch. Durch war ich. Das war mal wieder ein Schuss in den Ofen. Oh Mann, Alter, diesen Scheiß on-off zu drücken ist schwerer als man denkt. Ja, ich spare mir das jetzt zum Glück. Ja. Wow. Ah, okay. Und als ich da auf dem blauen stand, was da rechts ist, da hast du vorhin gedrückt. Ja, okay. Das war der Moment. Sorry, ich dachte nämlich, du wärst noch bei der einen Geschichte. Ah, das ist ziemlich direkt. Oh, letzter Sprung, Digga. Warte kurz. Oh, okay. Probier's selbst. Oh, der ist ein bisschen Arsch. Okay, passt. Rein mit dir. Ja, also, I don't know, was der, das kann schief gehen. Rein mit dir. In the grip of death. Beim nächsten Pokémon-Projekt ist der dabei, sage ich dir. Hä? Der Gengar. Der Gengar? Ja, also nur im Hintergrund. Weil du ihn, achso, ich wollte gerade fragen, weil du ihn fängst, oder? Na, Gengar ist tatsächlich nicht geplant bei mir, aber ich habe schon wieder mehrere Möglichkeiten durchgemacht, wie es dann für
wie es für Platin dann, wie ich es mit dem Pokémon mache. Aufgrund da, ich habe eine Sonderregelung habe diesmal. Ja, dass ich halt schon mal erzählt. Die strahlende Diamant nicht zu verwenden. Ne? Joa, ja, muss ich mir eh was taktisch einfallen lassen. Und Fakt ist auf alle Fälle, soll jetzt Panflam werden zum Start, dann muss ich auf den Bidditzer setzen. Wegen Wasser und so, gegen Gestein. Hä, aber... Die erste Arena. Ja, ist Panflam fast perfekt für. Ich weiß nicht, wann lernt denn der die erste Kampfattacke? Ja, eigentlich genau dann, wenn du da bist. Ja gut, aber trotzdem vielleicht ist... brauchst du ein, zwei Level noch trainieren, aber eigentlich ist das genau da passend. Trotzdem möchte ich mal überlegen, wo ich ein Bidi fast mitnehme. Statt, aktuell habe ich ja noch immer Bamelin oder Boschelin dann später, aber kommt der wieder? Aha! Weiß ich nicht. Was waren das überhaupt? Das war eine Skelettbahn, die da gekommen ist. So. Weiß ich nicht. Ja, weißt du, dass ich zwei Feuer-Pokémon im Start habe? Zwinker, zwinker. Also ich finde, gerade bei dir Diamond, Pearl und an sich vierte Gen, kannst du am besten... Ach, das war ein Steinblock. Guck mal. Ja, Steinblock war's. Oh, man muss doch gar nicht springen. Okay. Ja, nochmal neue Startfalle. Ja, aber ich glaube, an sich bei Gen 4 kannst du am besten Feuerstarter nehmen, weil es da nicht so viele Feuer-Pokémon an sich gibt. Ja, das ist... Es gibt halt nur sonst Ponita, ne? Elektro ist auch ein bisschen Mangelware, wenn mich alles täuscht. Das geht aber. Aber Feuer ist wirklich sehr wenig vertreten, das stimmt. Ja, Feuer ist halt wirklich nur Panflam und Ponita. Ah, Mann. Ach, fick dich doch einfach. Ich finde auch so lustig, dass... Der müsste jetzt zurückkommen, der Steinblock. Sicher? Wenn du da gewesen wärst, da geblieben wärst. Ich meine, du könntest dich groß machen, ich könnte dich rüberballern. Da, so weit kommen wir nicht. Okay, also es muss wirklich klappen. Aber es ist doch eigentlich auch nicht schwer, das ist, man stellt sich einfach... Ja gut, dann lass mich kurz mal wieder probieren. Ja, ist auch deine Folge. Also ist über den drüber springen und dann ducken. drüber laufen, oben geht auch. Geht sich das aus? Oh nein! Das ist ein Joke. Wie soll denn das gehen bitte mit dem da musst du dich treffen lassen, okay. Ja, also nein, du musst es so machen, wie du musst deine Taktik nehmen. Weil da musst du einen Gegentreffer landen, leider. Okay. Epic Fail. Musst du diese neue Staffel machen, vergiss den Pilz. Ja? Okay, ich bin durch, ohne Treffer. Sehr schön. Oh mein Gott. Nein, jetzt war ich verwirrt! Oh mein Gott, okay, danach kommt wieder ein asozialer Sprung. Okay. Also da übertreibt ein bisschen Hardcore, der Junge. Klasse. Ach, schön. Ich hab jetzt schon Angst. Das nenn ich mal Teamarbeit. Nimm mich mit! Nein! Nein! Mein Bus! Mein Bus, Alter. Hab's. Oh mein Gott, Alter, wie viel Schub hast denn du da? Das ist nicht leicht. Hast du gesehen, oder? Nee, leider nicht. Hast du nicht gesehen, okay. Nee, habe ich nicht gesehen. X nix gesehen. Nur eine Bier getrunken. Ah! Sorry. Danke, Markus. Danke. Ich wollte eigentlich oben versteckten Block oben suchen. Das habe ich schon gemacht, da gibt's nichts. Okay, gut. Ich wollte mich selber nochmal davon überzeugen lassen. Und dann mache ich da einen Wandsprung weg. Und bitte versuch keine versteckten Blöcke auf der rechten Seite, ey. Ich habe dich gerade, glaube ich, fallen gehört. Also, ich habe zumindest Mario gerade schreien gehört. Und nicht gerade Luigi. Das ist schon lustig, wenn der immer so schreit mit dem Hall-Effekt. Okay, den ersten Passage habe ich mittlerweile intus. Jetzt ist es wichtig, den Puhu-Sprung danach dann. Nein, jetzt habe ich zu spät gedrückt. Jetzt habe ich den Schwung nicht mehr. Es ist nicht hoch. Naja, also für einen Hechtsprung geht es sich nicht aus, glaube ich. Ah, der ist da wieder, okay. Gut, gib dir Mühe, Bro. Mühe!
Ja, ich such die Mühe noch. Mühe unter Kühe! Gönn dir? Ja, gut. Nein! Ich hab zu viel gezögert. Nicht so gut. Ich hatte es mir schon gedacht, irgendwie hat mir der Schwungkurs... Ah, der ist wieder da. Na dann. Bitte schaff es, bitte schaff es, bitte schaff es. Ja! Nicht. Ich weiß gar nicht, warum ich immer so weit rutsche. Du gehst immer mit Anlauf rein, deswegen rutschst du. Ja, du auch, oder nicht? Nee, ich schaue meistens immer nach links, nicht nach rechts. Ach so, du... Okay. Also ich schaue eigentlich in der Regel immer nach links. Was kommt da jetzt? Ja gut, jetzt weiß ich, was kommt. Jetzt also, weißt du, was kommt. Ja, so, jetzt kann ich es mal versuchen. Nach links deiner gucken. Taktik. Funktioniert gut, oder? Ja, schon mal besser. Naja, als, du hast es halt nicht ganz so gemacht, wie ich mache, aber egal. Ein bisschen weiterlaufen. So, dann auf die Wolke, ne? Ja. Nein, wieso denn? Okay, der war cool. Warum sagst du mir das nicht? Ja, ich hab das selber nicht gesehen. Ich war bei der Wolke eigentlich. Jetzt war schon, aber nicht drauf. Ach so. Okay. Ja, ich glaube, ich weiß schon, wie du dahin musst. Warte mal. Okay, das geht. Das endet ja gar nicht. Mit diesen Steinblöcken. Ah! Er bremst ab! Ich hab mir selber. Warte doch erstmal, bis er ja, da ist. Ja, er war ja schon da. Ich dachte, er wird bis zu mir herkommen. Nee, ich hab das. Nee, deswegen sage ich doch, warte ab. Viel besser, oder? Ja, hast du aber sowas von. Hast schon wieder so einen kleinen Rutscher gemacht, den mache ich nicht, aber. Ja. Ah, das wäre elegant. Der Sprung war scheiße. Der Sprung war richtig scheiße. Reden wir nicht drüber, okay? Nein, machen wir auch nicht. Danke. Monsieur Rutschpartie. Ach, geh mir doch nicht auf den Sack! Der soll mal Miete bezahlen, ey. Der soll mal Miete bezahlen. Dass er da fliegen darf? Ja. Immer diese Treffer in der Luft, die sind... Nein, jetzt habe ich mir zu wenig Schwung. Also mit dem Schwung ist manchmal auch random. Kannst du es nicht endlich mal schaffen? Wapap, dein Maul, du Rutschpartie. Das kannst kommt da nicht, weil ich nicht weit genug gekommen bin. Ja, super. Da kann sich sogar Gengar nicht das Lachen verkneifen. Jetzt habe ich selber mal ein bisschen gerutscht. Ist ja gar nicht eine Mado-like. Überhaupt nicht, was ist nur los? Ich höre da so ein bisschen Frust. Nicht auf. ich bin auf den falschen Knopf gedrückt. Ich sehe da Stampfattacken. Okay, ja, so kann man es auch machen. Ja, Frust muss ich mir eh einsparen, weil steht heute noch eine Glückspartie Mario Party an. Jetzt wäre ich fast schon zu früh nach oben. Nein, jetzt war mir zu viel! Oh, komm schon! Das kann doch nicht wahr sein, nicht schon wieder! Achso, stimmt, jetzt kommt der wieder nicht. Kino, was machst du eigentlich mit mir hier?
Jetzt mach das doch fertig. Noch drei Versuche. Nee, gar keinen mehr. Mach's jetzt fertig. Du machst es jetzt first try. Mach nicht die Ziege, mach nicht die Ziege, mach nicht die Ziege. Ich hab nicht die Ziege gemacht. Du kannst ja zurück und dann auf den springen. Ja, das habe ich vorher nicht gemacht. Okay. So, und jetzt. Let's go. Bitte, ist das ein Sprung ins Ziel. Alter! Das war gefährlich. Aber gut. Aber richtig. Das heißt, ich hätte eigentlich vorher schon das Ziel erreichen können, aber ich habe es halt noch nicht gesehen und im Pixel. Boah. Nochmal kurz für den Schockmoment. Leute, danke fürs Zusehen. Das war mehr als knapp. Damit belassen wir es heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Grüß die Ziege. Ciao, ciao.